Hallihallo, meine lieben Mithealer. Herzlich willkommen zu einem neuen Damage Guide auf dem Arcadia Channel. Wir sind jetzt hier in M2S drinne mit dem Sage. Und es gibt hier eben einmal die Regeln, so wie immer. Swiftcast und Phlegma sind Movement Tools. Das heißt, wir werden es hauptsächlich ziehen, um von A nach B zu kommen. Falls bei einer Gruppe Scheiße passiert, müsst ihr auch mal GCD healen, shielden oder resen. Aber manchmal rest ihr dann auch mit Swiftcast, wenn es dann da ist. Das hier ist auch keine Static-Gruppe, das heißt, mein Spell-Usage könnte von eurem etwas variieren, auch je nachdem, wie viel Scheiße halt passiert, ne? Müsst ihr immer nochmal mit adjusten. Und natürlich, es gibt safe andere Mitigation- bzw. Cooldown-Pläne als meine, die da vielleicht auch besser sind, aber das ist das, was ich mache und was dann halt auch für mich funktioniert. Wie immer, folgt auf jeden Fall mir auf Twitch. Dort streame ich regelmäßig, bin am Raiden, mache auch manchmal ein bisschen Casual-Kram und so weiter, wo ihr mitmachen könnt oder mir auch Fragen stellen könnt. Und natürlich joint dem Arcadia-Discord, das ist der deutschsprachige Raider-Discord, wo ich und meine Crew Leuten helfen, ins Raiding reinzukommen oder auch bereits Veteranen helfen, ihre Kills abzuholen. Eine Sache wurde ich hier zusätzlich auch nochmal gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, also wie gut ich in einem Run performt habe, den ich euch vorstelle. Das kann ich auch eben einmal machen. Und zwar war das der vorletzte, wenn ich mich nicht irre. Warte, war das der letzte oder der vorletzte? Nee, stimmt, das war der Cursed Run, da müsste das der hier gewesen sein. Genau, ich habe hier eine 95 gemacht, beziehungsweise eine 96. Warte, was? Warum steht da 96 bei dem anderen 95? Also würde ich sagen, schon relativ gut. Das hier ist auch eine Gruppe, wo wir jemandem helfen zu clearen. Das heißt, ich spiele hier nochmal ein bisschen extra safe. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo ich da was an Damage gespart habe. Aber das ist egal, ob da 95 steht oder 96. Wir wollen hier einer Person helfen und damit auch in den Run. So, es gibt immer erstmal ein Zoe-Schild Precast. Das ist halt einfach free. Das können wir benutzen. Ich schwör's dir, ich liebe das Starcraft-Universum. So. Mag ich eigentlich so einen ganzen Zukunfts-Alien. Jetzt gibt's erstmal einen Kera auch nochmal oben drauf. Das ist richtig gut. Nur um den Damage zu covern. Und wir werden jetzt gleich Physis und Panheimer ziehen. Wichtig auch nochmal, wir werden unseren Dot-Refresh nutzen, um zu unserem Spot zu kommen. Bevor jetzt einige fragen, ey Silphi, warum machst du da überhaupt Panheimer? Du wirst doch nur einmal gehittet, ist doch eigentlich voll dumm. I mean, in der Theorie stimmt das, aber es wird gleich ein bisschen mehr Sinn machen. Warum? Wir möchten haben, dass das Panheimer ausläuft, sodass ich jetzt ein Holos machen kann, beziehungsweise nochmal einen Kera. Mit einem Holos, Panheimer löst sich auf und hielt die Leute nochmal hoch. Jetzt werde ich Swiftcast nutzen oder Sprint, muss ich gucken, je nachdem wie kinky ich mich fühle. Ah, ne, das ist Per, da kann ich auch einfach halt nochmal Swiftcasten, das geht fit. Falls ihr Spread haben solltet, Leute, nehmt euer Swiftcast und geht dann einfach auf chillig in eure Ecke hin. Starcraft MMO-Shooter, ich weiß nicht, ob es für ein MMO cool wäre. So, jetzt ist nur die Frage, welchen meiner Pläne ich nutze, denn ich habe meine Mitigation-Pläne ein bisschen angepasst. Vorstellen. Ja, Kera natürlich. Ich könnte mir ein Survival-Game vorstellen. Ganz normal und mein Talk über StarCraft hier. So, Outer Stage-Kombo. Ephesus und Kera könnt ihr hier ziehen, wie ihr lustig seid. Seite. Und in. So, ne, nochmal Phlegma nutzen, bisschen halten für Movement, kann man immer machen. Wichtig, Kera reduziert auch den Schaden vom Dot. Vergesst nicht, je mehr Herzen jemand hat auf dem Kopf, desto mehr konstanten Schaden bekommt er auch. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich einfach Kera ziehen, genau. Ne, ich laufe hier bis zur Mitte, mach nochmal Kera. Warum? Kera senkt nicht nur den Schaden vom Dot selbst, sondern gibt auch nochmal den Hot selbst obendrauf. So dass wir die Leute immer sehr healthy hier halten können. Wenn Physis da ist, nutzt es einfach. Könnt ihr machen. Ich muss einen Tau-Jori immer nehmen. So, und jetzt wird hier geburstet. Ja, wenn ihr keine drei Stacks habt, Richtung C bewegen. Sag's ihn, Silphi. Ich könnte jetzt noch einen Kera ziehen. Ich weiß nicht, ob ich es noch mache. Vielleicht bin ich auch einfach ein Bozo. Da ist es. Weil es müsste am Ende für den AOE wieder ready sein. Aber ich bin mal gespannt, welchen meiner Mitigation-Pläne ich hier nutze. Ob ich den neuen nutze oder noch den alten. Gucken wir mal nach. Aber jetzt wird erstmal nicht zu viel Besonderes passieren. Meinst du, die In-Kombo wird kommen? Ne, das ist einer unserer Kill-Runs. Da haben wir für den Warrior hier geklärt. Fizz es nochmal.
Und Swiftcast auf entspannt. Und Slycasten auf entspannt. Mal gucken, ob ich jetzt Panheimer ziehe oder nicht. Nee, tue ich nicht. Tue ich nicht. Es kommt noch mein Kera drauf und fertig. Okay, dann ist es der neue Plan. Also sieht mir zumindest jetzt soweit danach aus. Ich habe ja früher Panheimer gezogen. Brauche ich aber nicht. Der AOE macht nicht so viel Damage. Dann alles an, was du hast. Jetzt kommt der Spicy Part. Jetzt kommt der richtige Spicy Part hier. Danke. So. Ich gucke nach, wo die Bienen sind. Und jetzt wird alles gebrezelt. Ne? Wir nutzen Swiftcast. Wir versuchen unsere Toxi... Wichtig, versucht eure Toxicons so gut es geht zu halten. Denn ihr werdet sie später, könnt ihr sie brauchen, wenn ihr kein Herz habt. Sonst hier poppt ihr euer Sprint mit, aber nicht die Toxicons. Oh, das sieht aber cringe aus. Überlebe ich das oder bin ich tot? Ich habe ein Toxicon... Also ein Toxicon zu nutzen in der Regel ist fein. Bei drei ist kritisch. Und jetzt Phasenwechsel. Ich müsste Panheimer und Kera ziehen. Finden wir sie raus. Kera ist da. Und Panheimer, genau, das mache ich mittlerweile viel lieber. Habe ich erst neu ein bisschen gekocht, sage ich mal. Es gibt auch hier auch noch eine Änderung. Ein Herz in die Mitte, kein Herz zu C. So, warum Panheimer wird die Leute auch mal gleich full healen? So, und hier fange ich nämlich doch auch an, mein Philosophia zu ziehen, weil die Gruppe kriegt wieder konstant Schaden. Der Tank wird wieder die ganze Zeit gated. Ne, ihr könnt hier, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber in der Phase davor, wenn euer Tank viel Damage kassiert, ihm Crazes mit Heimer geben. Das ist auch Spread am Ende. Genau, ist sicher Philosophia. Erst nachdem hier die Phase durch ist quasi. Einfach nur, dass die Leute wieder ein bisschen healthy sind. Nochmal extra Physis für den Hot. So, Swiftcast mit Holos. Und da ist halt das Ding. Ich habe Physis drauf, ich habe Philosophie drauf. Und ziehe jetzt Holos nochmal für die Damage Reduction, für die Mitigation. Und das Schild ist ja ebenfalls verstärkt. Dadurch, dass ich halt Philosophie und Physis drauf habe. Oh, zwei Leute haben es nicht geschafft. Deswegen caste ich nochmal ein Schild mit. Ist ja nichts Schlimmes. Wir haben jetzt ein Schild gecastet. Das ist völlig fein. Ich glaube zumindest, dass es mein erstes Schild ist. Und ich darf jetzt resen. Hugo, du Noob. Per? Warum stirbst du? So, hier ein cooler Tipp für euch. Mal gucken, ob ich es mache. Stellt euch bitte zwischen Mauer und Boss. Denn ich könnte jetzt mein Fleck mal ziehen. Und könnte moven für den Fall, dass ich den Pfeil bekomme. So, wir chillen hier. Nutzen auch gleich wieder unser Swiftcast zu moven. So, und ihr könnt hier in die Mitte wieder zurück dashen. Und jetzt noch einen GCD extra casten. Und dann moved ihr vor euren Spot. Supporter North, DPS South. Ein cooler Tipp, den ich euch hier mitgebe. Das konnte ich jetzt nicht machen, weil ich Swiftcast nochmal selbst nutzen musste oder hätte ich vielleicht ein bisschen besser machen können. Wenn ihr die vierten Pfeile seht, zieht bitte euer Kehrer. Ich werde euch auch gleich sagen, warum. Weil ich habe jetzt meinen zu spät gezogen. Tank weg von uns. Oh. Oh. Gucken, eigentlich sollten wir hier das auch so sehen. Achso, ich könnte auch den Pot ziehen, wenn ihr euer Kehrer zieht. Je nachdem halt, ob ihr Zeit habt, aber Pi mal Daumen ist das der Zeitraum. Oder? Warte, war es Pers? Ja, es war Pers. Ja, okay. So, ich kriege jetzt hier nämlich meinen Kera noch gerade so wieder ready. Deswegen wollen wir das eine Kera pre-casten, damit ich es jetzt wieder ready habe. So, Phasenwechsel kommt wieder. Und das ist der Panheimer Engel. Sollte es sein. Genau. Warum? Es gibt nochmal ein Schild mit. Es heilt die Leute. Er stellt sicher, dass wir nicht sterben. Die Supporter werden erst in die Mitte gehen und es ist Spread. Wir machen erst die Dodges. In. So, ne? Hier können wir wieder Kera ziehen. Und einfach raus. Nur um den. Und Seite. Oh, ich habe den Toxicon gezogen. Was bin ich? Ein Noob.
Nein, noch nicht, er ist in die Mitte, er ist in die Mitte. Jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein. Oder habe ich jetzt ein bisschen Damage verloren? Hätte ich noch ein Toxicon ziehen können, zu moven? Erst out, erst die Combo. Und dann am Ende bist du bei B an der Mauer. So, Seite. In. Ich hätte die reindashen sollen, das halte ich gut von mir. Ich bin ja, glaube ich, bis auf meine Cordots nochmal gerade busy. Oh, okay. Und jetzt haben wir wieder Physis ready, wir haben Holos ready, wir haben Kera ready, aber ich caste nochmal extra ein Schild. Ich will den Clear gerade einfach nur durchhaben. Ne? Hier und da mal ein Schild zu casten, ist halt fein. Kera schon mal gecastet, Holos bewahre ich mir jetzt auf, um die Leute hochzuhealen, also Healing und das Schild zu haben. Ja, ich komme noch ein Tankwasser. Nutze ich es nicht? Ah, ich halte es sogar, cool. Bitte für den wieder alles anmachen. Ich hätte hier eigentlich Holosen sollen. Aber hey, habe ich es jetzt noch ready. Ja, wie gesagt, ob ihr einen 95er-Lock habt, einen 99er oder einen 90er oder einen 80er, ist völlig irrelevant. Ja, lasst uns einfach nur, so gut es geht, die graue Zahl vermeiden. Lasst uns einfach nur ein bisschen mehr Richtung Grün gehen oder das verbessern. Und jetzt hier am Ende poppt die halt einfach alles. Ne? Holos im Idealfall nach dem ersten Hit erst ziehen. Warum? Holos hat ein Heal, Holos hat ein Shield. Wir möchten alles davon haben. Wir möchten es nicht nur für Damage Reduction und für das Schild nutzen, sondern den Heal ebenfalls mit drin haben. Gestern wurde T noch geklärt. Ja, und damit haben wir auch hier unseren Clear. Im Großen und Ganzen ist es halt hier ein Cooldown-Check. Wie viele Schilder habe ich gecastet? Warte mal, ich habe noch den Lock noch irgendwo. Weil ich habe auch noch einen ganzen Rest gecastet. Einen Moment. Das war... Nee. Das war der hier. Lass uns da mal nachgucken. Guck mal, wir haben 5 Schilde gecastet und Hardcast Rest. Das reicht halt aus für eine 95, right? Haltet euch mal an meinen Plan. Versucht den mal nachzumachen. Dann könnt ihr mir auch mal in die Kommentare reinschreiben, wie das dann so bei euch lief. Und ja, Leute, damit verabschiede ich mich von euch. Und ich wünsche euch Good Luck bei euren Clears. Haut rein, Leute. Bye, bye.